Wirklich? Also ich bin auch überhaupt gar kein Serientyp, ne? Also 0,0. Was macht ihr alle in eurem Leben den ganzen Tag? Wir haben ein Leben im Endeffekt. Stimmt, also bin ich derjenige, der kein Leben hat. Ja, so sieht's aus. Herzlich willkommen zur vierten Episode Sektion Radioverbot mit Guido Burgstaller und mit Kirsche, dem Fanbeauftragten von Schalke 04. Wir reden selbstverständlich über Schalke 04, über die Fanfreundschaft mit Nürnberg und wer der beste Mario Kart-Spieler ist bei Schalke 04. Also die wichtigen Fragen des Lebens. Benni ist auch mit dabei. Viel Spaß. Guido, Kirsche, schön, dass ihr dabei sein könnt. Wir wollen genau das, was ich gerade eben schon falsch gesagt habe. Die allererste Frage ist, Guido, oder wie spricht man es in Österreich richtig aus? Denn das ist bei sich ein großes Thema. Ja, Guido spricht man es aus. Guido tatsächlich. Genau, ja. Und in Deutschland gibt es irgendjemanden, der das richtig sagt auf Anhieb? Unser Stadionsprecher sagt es richtig. Der hat es aber beigebracht bekommen. Genau. Ich hoffe schon noch ein paar. Ich glaube, auf Sky manchmal sagen sie es auch richtig. Ja, aber ist dir wichtig? Ja, ich finde schon schön, wenn mein Name richtig ausspricht, aber ich bin jetzt auch nicht irgendjemandem böse, wenn man es in Deutschland so ausspricht. Dann ist das einfach so. Aber die meisten sagen auch zu mir Burgi. Von dem her kommt mein Vorname nicht so oft zur Verwendung. Das wäre nämlich die Folgefrage gewesen, Spitznamen. Deswegen, wir haben uns auf dem Weg hierhin überlegt, wie wir dich ansprechen wollen. Dann sind wir zum Thema gekommen, vielleicht brauchst du mal einen richtig knackigen Spitznamen. Haben deswegen ein paar rausgesucht, die wir ganz gut finden. Und wir würden dich ganz gerne bitten, einfach mal nach Schulnotensystem zu sagen, welcher dir am ehesten auf den Leib geschneidert ist. 1 wäre perfekt, nehme ich. Kriegst du umsonst von uns, kein Problem. 6 wäre, geh mir weg. 6 okay. Ist ganz schlecht, ne? Okay. Es gibt ja nur 5. Ja. In Österreich. Achso, gibt nur 5. Oh, da wäre ich richtig gut gewesen in der Schule. der erste Name, den wir haben, liegt auf der Hand, liegt an deinem filigranen Spielstil. Wir würden sagen, wie wäre es mit Gigi? 4. 4, okay. Dann der zweite, kommt ein bisschen aus dem Basketball, liegt an deiner Größe, Boogie. 3. Hi, sind wir schon näher dran. Mir fällt eigentlich ganz gut. Ja, jetzt haben wir einen Namen, der Boulevard wahrscheinlich morgen übernehmen wird. Die Alpenlawine. Wegen deiner brachialen Gewalt vorne. Sag ich mir 2. Oh, sehr gut. Gefällt? Ich dachte, dass der runtergeht. Nee, ist gut. Dann haben wir noch einen für den internationalen Markt, weil Europa und so weiter ist ja auch wichtig. The Big Schnitzel. 5. Okay, und dann haben wir noch einen so ein bisschen urbaner G-Unit. Für die Rapper unter uns. Auch eine 3. Auch eine 3, okay, wunderbar. Und wir haben schon rausgefunden, deine Kollegen, Mannschaftskollegen und so, nenne ich Burgi, richtig? Genau, ja. Also, wir haben nämlich auch überlegt, wenn man jetzt so einen 40-Meter-Sprint hingelegt hat und dann sagen muss, Guido! Das ist ja auch ein bisschen kompliziert, das Burgi kommt so ein bisschen gepresst da raus. Ja, das ist krass. Das ist gut, ja. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass die Alpenlawine hier das Rennen macht. Ich hätte gedacht, Gigi oder Boogie. Ich finde, Boogie ist eigentlich ein geiler Spitz. Boogie sagt immer Asa zu mir. Also, wirklich? Boogie, das Asa, der Rapper. Nee, Azad, Azamor. Entschuldigung, ich dachte Azad verstanden. Ich bin immer noch in meinem Frankfurter Käfig gefangen. Der vergisst immer das R, deswegen immer Pugi. Okay. Gefällt mir ganz gut. Wir wollen zuallererst mal über eine gewisse Fanfreundschaft reden von zwei Vereinen, für die du beide aufgelaufen bist, dem FC Nürnberg und Schalke 04. Und Thomas, du bist ja ein Fanbeauftragter von Schalke 04. Und Hannes Orth ist quasi dein Gegenstück beim FC Nürnberg. Und den haben wir mal gefragt, was denn diese Fanfreundschaft so besonders macht. Und ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Und vielleicht fragen wir vorab, es gibt ja ungefähr 90 Geschichten rund um den Mythos Fanfreundschaft Nürnberg-Schalke. Es gibt von Hooligan-Schlägerei bis eine alte Oma hat sich im Zug verlaufen, eigentlich alles, wie das angefangen hat. Wir würden mal sagen, welche Story erzählt dein Nürnberger Kollege? Was ist der Mythos der Gründung der Freundschaft? Was glaubst du? Puh, also welche erzählt? Bin ich mal gespannt. Okay, also hast du einen Tipp? Weil dann gucken wir uns erst an und dann holen wir dich dazu und gucken, welche Geschichte du hast. Also ich glaube schon, dass Hooligans dabei eine Rolle spielen bei der Geschichte und bin dann mal gespannt. Schauen wir mal rein. Da ranken sich ja letztlich viele Mythen drum. Praktischerweise ist einer unserer Kollegen aus der Fanabteilung vor 40 Jahren schon dabei gewesen und er erzählt die Geschichte letztlich so, dass man sich bei vielen Auswärtsfahrten zufällig bei den Bahnreisen begegnet ist. Und im Jahr 1980, 81 kam es dann zu den ersten beiden Besuchen, zuerst hier in Nürnberg und später dann in Gelsenkirchen. Schalke ist damals, glaube ich, leider abgestiegen, wurde 1-1 gespielt, aber das hat die Anfänge der Fanfreundschaft nicht verhindert und ich glaube, daher resultiert letztlich die Fanfreundschaft zwischen Nürnberg und Schalke. Gemeinsame Bahnfahrten, das klingt ein bisschen softer als das, was du schon leicht angeteasert hast. Da will ich nicht reingehen. Er hat ja nicht gesagt, wer Bahnfahrt ist. Ich habe nämlich andere Geschichten gehört. Was ist denn die Schalker-Geschichte dazu? Was ist denn deine Geschichte, die du kennst? Also wir hatten auch vor ein paar Monaten mal so einen Fanszene-Abend, wo einfach mal die Anfänge der Fanszene diskutiert wurden und wie es weitergeht und die Fanclub-Gründung, die ersten, die stattgefunden haben und sowas alles. Und hatten da jemanden dabei, der halt auch genau aus dieser Zeit stammt. Und das ist ein Schalke-Fan, der aus Bayern kommt und
hat dann auch mal erzählt, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Und da spielte auch der Zug eine große Rolle. War damals halt schon das Hauptverkehrsmittel, gerade für Fußballfans in dem Sinne. Und ja, er hat nach und nach immer wieder Nürnberger getroffen, weil er ist zu jedem Spiel ins Ruhrgebiet hier gefahren und dadurch sind die ersten Kontakte entstanden. Okay. Und da waren keine Hooligans involviert, das habe ich jetzt nur im Subtext mitgehört. Doch. Also das waren schon Leute, das war ja alles ein bisschen rauer damals, die Fußballkultur, die Stadien waren ja nicht so voll, also deswegen spielten Hooligans da schon eine Rolle und sind ja auch jetzt oder waren mit einer der ersten Gruppierungen auf beiden Seiten, die es ja wirklich auch dann gelebt haben. Okay. Die zweite Frage, die wir ihm natürlich gestellt haben, ist, was es so einzigartig macht. Vielleicht hören wir einfach mal kurz rein und fragen dich dann im Anschluss, was du dazu sagst. Ich glaube, es ist tatsächlich absolut einzigartig in Deutschland. Wir sind jetzt bei fast 40 Jahren Freundschaft ohne jede Unterbrechung. Natürlich gab es mal kleinere Höhen und Tiefen, aber im Grundsatz wird seit 40 Jahren die Freundschaft gepflegt. Und das Einzigartige daran ist sicher, es ist keine Ultra-Freundschaft und es ist keine Fanclub-Freundschaft, sondern es wird wirklich über Generationen beim FCN gelebt. Von Clubfans, die nur ein-, zweimal im Jahr ins Stadion können, über Fanclubs, die schon lange Jahre dabei sind, aber auch neue Fanclubs knüpfen bei den Spielen Kontakten. Auch die Ultra-Gruppen sind miteinander im engen Austausch. Also das ist tatsächlich sehr breit gefächert. Da würde ich jetzt mal reingrätschen und dich fragen, Burgi, was ist es denn für die Spieler? Weil für dich wahrscheinlich eh noch mal ein bisschen was Besonderes, das kannst du auch gerne erzählen, aber gerade auch in so einer Situation, nicht die beste Saison und dann fährt man auswärts nach Nürnberg und hat da den vollen Support. Wie ist es für die Spieler, wenn man mal so einen Schmankerl bekommt? Ja, natürlich ist das für uns Spieler was Besonderes auch, wenn man ins Stadion geht, mit den Kindern rausspaziert aufs Feld und das Stadion ist, macht eine riesen Choreo und du glaubst, du... keine Ahnung, es ist einfach ein super Gefühl und wenn man das so sieht, die Gemeinschaft, was da 40.000 oder wenn man hier spielt vor 60.000, was wie Fußball einen verbinden kann und ja, die Situation gerade für beide Clubs war natürlich jetzt in Nürnberg nicht so einfach, weil wir gewinnen mussten und auch die Nürnberger, es ist für uns Spieler dann, oder für mich besonders war das ein bisschen schwierig, weil wir beide ein bisschen da hinten drin stecken und schwierige Situationen haben, aber im Großen und Ganzen finde ich das überragend und ist eine coole, geile Sache. Du bist ja ein bisschen rumgekommen in der Fußballwelt, das kann man glaube ich so sagen. Hast du irgendwas Vergleichbares mal woanders kennengelernt? Nein, also ich war auch bei Rapid Wien, es ist in Österreich und für österreichische Verhältnisse ist das auch schon ganz, am ganz großen Level, was die Fans dort veranstalten. Also da gibt es keinen anderen Verein, der was da mithalten kann in Österreich, da ist Rapid weit vorne. Und Benni ist heimlicher Rapid-Fan. Mhm, okay. Ich kenne nur die Rapid-Viertelstunde, das ist eigentlich alles, was ich über Rapid weiß. Da gibt es noch mehreres, aber das war dort schon großartig und dann durfte ich Gott sei Dank wie beim Club spielen und jetzt hier auf Schalke, wo das Drumherum noch mal größer ist, wo noch mehr Supporters sind und ja, macht schon riesengroßen Spaß für solche Vereine Fußball spielen zu dürfen. Ich meine, dass zwei Fanszenen sich vereinen, um eine Choreografie zu machen im ganzen Stadion, im Hinspiel, im Rückspiel, ist wirklich einzigartig. Dein Kollege spricht von der... Vor allem vom Zeitraum 40 Jahre, dass das diese Einzigartigkeit aufmacht. Hast du vielleicht noch einen Punkt, wo du sagen würdest, das ist auch nochmal ein kleines Ding, was es vielleicht nirgendwo anders auf der Welt oder zumindest in Europa gibt? Ja, Burgi hat gerade gesagt, die Masse spielt, glaube ich, auch eine große Rolle dabei, ne? Weil es das komplette Stadion ist, davon wird es getragen. Es kriegt irgendwie jeder schon mit, der Schalke-Fan wird, der gleichzeitig auch Sympathien für den 1. FC Nürnberg dann entwickelt und dass es wirklich von Generation zu Generation weitergegeben wird. Also das ist das Spannende und ja auch das Spektakuläre dabei. Und wie Hannes auch richtig gesagt hat, dass du das nicht nur auf Ultra-Ebene hast oder dass es nicht nur drei Fanclubs sind, die miteinander was zu tun haben, sondern dass es kontinuierlich ist, dass es durch alle Schichten der Fanszene geht. Ja, und das ist halt ja, über diesen ganz, ganz langen Zeitraum schon existiert. Wir haben den Hannes natürlich auch gefragt, was so der besonderste Moment ist in seiner langen Zeit, also ganz persönlich. Mein 40er ist jetzt nicht 40 Jahre hoffentlich, sonst... Nee, ist er noch nicht. Ja, wollte gerade sagen. Hätte er sich allerdings sehr gut gehalten. aber was ist so das Besondere, was er erlebt hat in dieser Zeit? Wir fragen ihn erstmal, vielleicht hast du gleich auch noch ein kleines Anekdötchen. Ich meine, da wird ja einiges passiert sein. Ich glaube, die emotionalste Geschichte war für mich 2014 der Abstieg. Wir sind am letzten Spieltag auf Gelsenkirchen im Mai abgestiegen und... Anders als es vermutlich bei allen anderen Auswärtsspielen in der Saison gewesen wäre, wurde einfach den 5.000 Clubfans, die da dabei waren, komplett Mut zugesprochen. Ich weiß gar nicht, wie oft das Stadion skandiert hat, der FCN steigt wieder auf. Wildfremde Club- und Schalke-Fans haben sich irgendwie in den Armen gelegen und Schalke haben versucht, die Clubber da wieder aufzubauen. Also es waren schon bewegende Momente da in der Arena. Grammatikalische Zwischenfrage.
Es heißt ja auf Schalke, aber heißt es auch auf Gelsenkirchen? Nein, in Gelsenkirchen. Ja, hat er verbockt, ne? Ja, das werde ich mit ihm im Nachgang nochmal klären. Aber was ist deine persönliche Erinnerung, der emotionalste Moment oder der schönste Moment oder der Moment, wo man aus Fernsicht gedacht hat, ja, gibt es nur hier, gibt es nur zwischen den beiden Vereinen irgendeine Geschichte? Also ich erinnere mich an das Spiel und an die Situation, weil das war mein erstes Spiel gegen den ersten FCN als Fanbeauftragter und natürlich dann auch eine schwierige Situation, weil man schon neben dem Gästeblock stand und auch die Freunde da gesehen hat und weiß ja auch, wie man da fühlt. Ich fand beim Hinspiel, die Choreo war halt grandios. Das war wirklich einer der Momente, die auch nochmal gezeigt hat, so, die Freundschaft ist vom kompletten Stadion, wird die gelebt. Und es gab keinen, der nicht eine Fahne geschwungen hat oder eine Papptafel hochgehoben hat dabei. Also deswegen ein sehr besonderer Moment. Und die Freundschaft zwischen beiden Ultragruppen ist mittlerweile auch 15 Jahre schon alt. Und im Rahmen des Jubiläums gab es ein Telefoninterview, was wir geführt haben. Und da waren auch gerade die Leute aus der Anfangszeit dabei. Zweimal aus Gelsenkirchen, zwei Leute aus Nürnberg, und wo man einfach 2-3 Stunden gequatscht hat, was sich alles ergeben hat, wie es damals angefangen hat und so. Und das Interview war eigentlich so mein besonderer Moment, neben den ganz vielen persönlichen Kontakten, die man da hat. Und dass man weiß, dass einer meiner besten Freunde aus Nürnberg kommt mittlerweile, was sich durch die Freundschaft entwickelt hat. Und das ist so das absolute Highlight. Und so geht's, denke ich, ganz, ganz vielen. Ja. Das Symbol der Freundschaft ist ja dann jetzt auch auf dem Platz getragen worden, also auch die Spieler selbst mit Sondertrikots, eine mega Aktion, muss man sagen. Wann habt ihr als Spieler davon erfahren, dass es vielleicht diesmal noch ein spezielles Trikot gab und die Geschichte dahinter? Habt ihr, wurde das vor dem Spiel gesagt oder ich meine, wir haben Alessandro Schöpf... lagen die Trikots einfach da? Wir haben Alessandro Schöpfs schauspielerische Leistung gesehen im Trailer, das war auch ganz großer Sport. Ich habe den Trailer leider noch nicht gesehen, aber wir haben schon Bescheid bekommen, dass da besondere Trikots kommen und... Das wäre auch mein Favorit für die nächsten Auswärtsspiele. Okay. Du hast ja... Das Trikot ist... Ja, finde ich sehr schön. Ne? Okay. Ist gelungen. Ne? Okay. Ich persönlich bin ja Riesenfan von dem Nürnberg-Trikot. Ich finde, dass man hier Hammer und Schlegel, den habt ihr ja auch auf dem Heimtrikot. Ich finde, man sieht den hier nochmal fast geiler. Ne? Gefällt mir richtig gut. Du hast ja nun beide Trikots getragen. Und obwohl du gar nicht so lange bei Nürnberg warst, kann man durchaus sagen, ich glaube, du hast immer noch ganz gute Beziehungen nach Nürnberg. Das war schon eine wichtige Station in deiner Karriere, oder? Ja, extrem wichtig, weil ich doch durch meine Englandzeit oder nicht so eine schöne Zeit dort gehabt habe und in Nürnberg da halt wieder den ganzen Spaß zurückbekommen habe für das Fußballspielen. Und die Liga zerschossen hast, muss man auch sagen. Hat auch gut funktioniert. Das einzige Traurige war, dass wir leider damals die Relegation gegen Frankfurt leider nicht geschafft haben. Das wäre noch großartig gewesen in der Saison. Aber im Großen und Ganzen habe ich da schöne 2 Jahre gehabt und war extrem glücklich dort. Abseits der sportlichen Situation, ist man dann auch jemand, der sagt und den Jungs erklärt, die noch nicht so lange dabei sind, vielleicht den jüngeren Spielern, pass auf, das hier ist ein besonderes Spiel, wir tragen das Trikot jetzt hier nicht nur, weil das eine schöne Aktion ist, sondern das hat auch Bedeutung für die Fans da draußen? Oder wie bist du in der Mannschaft aufgestellt? Bist du jemand, der da auch das Wort ergreift und sagt, heute ist ein wichtiges Spiel, nicht nur, weil es um Punkte geht, sondern weil es eben auch eine Freundschaft ist, ich kenne beide Vereine? Oder wie muss man sich da deine Rolle vorstellen in dieser ganzen Aktion? Ja, erstens mal ist in unserer Situation jedes Spiel wichtig. Ne? Ich glaube, das muss man jetzt keinen mehr verklickern. Aber dass da natürlich, wenn der eine oder andere fragt, warum haben wir jetzt ein anderes Trikot oder der was nicht so gut Deutsch kann und das nicht versteht, dann erklärt man schon, dass da eine gewisse Verbindung zwischen den Vereinen ist, dass da eine Fankultur gelebt wird, wo ein Zusammenhalt zwischen den beiden Städten und Vereinen gelebt wird. Und dann erklärt man das den Jungs und dann ist es auch was Besonderes für die Spieler, glaube ich. Und das sieht man ja schon, wenn man im Stadion reinkommt. Man sieht das ja schon 1-2 Tage vorher, die Berichterstattung. Also das kriegt jeder Spieler mit. Also das ist ja auch eines der wenigen Spiele, wo man nicht beschimpft wird von den Heimfans. Das stimmt. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das abläuft, wenn man im Stadion nicht bepöbelt wird. Gerade als Schalker ist man das gar nicht mehr gewohnt. Eine Sache, die mich wirklich interessiert, als sich dann dein Transfer angebahnt hat, wusstest du, das damals waren es verschiedene Ligen, wusstest du um die Beziehung zwischen den beiden Clubs? Ja klar, also wir haben ja auch, ich habe ja schon, erstens sieht man ja immer die Panner in den Ultras-Sektoren, die Schalke-Flaggen und zweitens haben wir auch gegen Schalke im Pokal gespielt mit Nürnberg, da haben wir glaube ich 3-2 verloren und da hat man es auch schon mitgekriegt, also das kriegt man ziemlich früh mit, wenn man zu einem Verein wechselt, wo die Sympathien zu einem anderen Club hingeht, aber in Nürnberg hat man das sofort mitbekommen, klar, logisch. Das war, habe ich mir nämlich, die Pokalspiele, das habe ich mich gar nicht gewusst, das habe ich
grandiose Vorbereitung von meiner Seite gemacht, aber das hat mich wirklich interessiert, weil ich mich wirklich gefragt habe, gerade wenn man jetzt nicht mit der Bundesliga oder aus der Bundesliga kommt oder aus Deutschland kommt, dann wie weit man das mitbekommt. Das war auf jeden Fall wirklich eine sehr schöne Aktion. Wir durften ja mit Umbro diese Trikots vorstellen offiziell, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Worüber ich jetzt reden will, letztes Jahr, letzte Saison, gab es ein einziges Zitat von dir, was ich gelesen habe. Es war ein Interview und da hast du gesagt, dass du mit Leon Goretzka Mario Kart gezockt hast immer. Stimmt das so? Habt ihr wirklich gezockt? Und wenn ja, dann würde ich mit dir gerne kurz über Mario Kart reden. Mega Mario Kart Nerd. Ja, wir haben viel gespielt. Wir spielen das auch jetzt noch. Wir haben so eine kleine Gruppe. Wenn wir lange Busfahrten haben oder im Flieger sind, das Switch wahrscheinlich kann man ein bisschen ablenken von Flugangst. Da ist, das, ist die Switch schon ein guter Gegenstand dafür. Wer ist die Mario Kart Gruppe? Ochipka, Kalichuri, Rudi, Schöpf, wenn er fit ist. fit an der Konsole oder jetzt so? Ja, wenn er wieder vom Knie her fit ist. Ja, so, das ist die Gruppe, so 7-8 Leute sind wir. So, jetzt brauche ich ein bisschen Input. Ich muss wissen, welchen Charakter du wählst, wer der Beste ist aus der Gruppe und welches Power-Up overrated ist. Weil da habe ich nämlich, ich habe eine starke Meinung dazu, ich würde gerne erstmal deine hören. Das ist jetzt so eine Situation wie bei einem Bier trinken. Genau. Der Beste ist der Rudi. Ja? Ja. Mit Abstand. Der kann wahrscheinlich dieses Driften. Man muss ja perfekt driften, um gut zu sein. Ja, das können wir alle, aber er ist trotzdem nur eine Spur besser. Aber kannst du es richtig, weil es gibt ja drei verschiedene Farben. Ne? Weil je länger du driftest. So violett wird es dann zum Schluss. Genau, das ist die beste. Ja, genau. Das kannst du. Ja, na, dann spiele also ich nicht gegen dich. Es ist hohes Niveau, sagen wir es so. Es ist hohes Niveau. Mario Kart Racing auf höchstem Niveau wahrscheinlich. Und Charakter habe ich den Tod. Gute Wahl. So, meine Folgefrage ist: Welches Power-Up würdest du streichen lassen, würdest du eins davon rauswerfen, wenn es ginge? Die Pflanze. Pflanze ist zu kotzen, ne? Für mich gut ist diese Rakete, weil ich immer hinten bin, aber eigentlich ist die auch zum Kotzen für jeden anderen, oder? Ja, das stimmt. Wenn man das jetzt so off-topic rausschneiden würde, hätte kein Mensch eine Ahnung, worüber ihr beide redet. Für mich ist so die Rakete das Geilste. Ja, Pflanze, eindeutig. Ich will die Pflanze streichen. Wo wir gerade über Zocken reden, was gibt's denn noch so? Was wird denn noch so getrieben auf Auswärtsfahrten, Zeitvertreib? Ihr zockt Mario Kart, gibt ja sicherlich noch andere Truppen innerhalb der Mannschaft. Was wird noch so gespielt und gemacht? Eigentlich so viel spielen wir eigentlich gar nicht, weil meistens bist du höchstens so, wenn du mit einem Flieger unterwegs bist, innerhalb von Deutschland 50 Minuten in der Luft, eine Stunde, ne? Dann schauen die meisten vielleicht eine Serie an oder einen Film oder wir spielen ein bisschen, aber sonst mit den Busfahrten ja höchstens vielleicht 3 Stunden. Auch dasselbe eigentlich, mehr auf den iPad Serien geschaut und sowas halt. Auch ein gutes Thema, Serien. Würde ich gerne kurz drüber reden. Jeder mal Karten auf den Tisch. Was wird denn gerade so geschaut? Was war die Lieblingsserie in den letzten Jahren? Kirsch, willst du anfangen? Guckst du Serien? Nee, eigentlich nicht. Ja? Also gar keine? Game of Thrones? Nee, gar nicht. Überhaupt also bin ich nicht? Komplett der falsche Ansprechpartner. Ah, was treibst und du jetzt auch nicht so der Gaming-Nerd. Was machst du denn? Liest du? Ja, wenn, dann lese ich irgendwas mit Fußballbezug. Auf Fußball ja. Gucken. Ich arbeite natürlich sehr, sehr viel und dann das ich spiele. Nicht so viel. Ja, genau. Nee, aber Serien, nee, ist nicht so meins, muss ich sagen. Ja, die Klassiker halt, ne? Game of Thrones, ja? Haus des Geldes, sowas. Hast du Folge schon gesehen, nehme ich an, Game of Thrones? Nö, ich warte, bis alle rauskommen, dass ich hintereinander anschauen kann. Und dann wird durchgebinged? Also könnte ich dir jetzt komplett den Spaß ruinieren hier? Könntest du, ja. Werde ich aber nicht machen. Benny? Letzte Serie, die ich ernsthaft geguckt habe, war mit Al Bundy. Ich glaube, das war Mitte der 90er. Also, kommt jetzt aber morgens wieder. Ja, war fantastisch. Wirklich? Also ich bin auch überhaupt gar kein Serientyp, ne? Also 0,0. Was macht ihr alle im Leben den ganzen Tag? Wir haben Leben im Endeffekt. Stimmt, das bin ich derjenige, der kein Leben hat. Ja, so sieht's aus. Ja, wir wollen weiter über das Thema Freundschaft reden. Also Freundschaft unter Fans zum Beispiel gibt's immer seltener in Deutschland. Gerade Ultragruppen, Schalke, Nürnberg ist eine ganz besondere Sache. Also dass Ultras sich wirklich verstehen. Ich glaube, die Gelben und Köln haben noch eine Fanfreundschaft, die so ein bisschen... Ich glaube, die ist ein bisschen am... abgekühlt. Ich glaube, ja. Abgekühlt. Weil die Dortmunder haben generell, auch mit St. Pauli gab es ja früher mal was, das gibt es auch, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, da kühlt alles ein bisschen ab. Eins muss man in diesen heiligen Hallen lernen, man erwähnt niemals... Entschuldigung! Also ganz ehrlich, man erwähnt niemals, ohne eine Schelle zu kriegen, den Namen der verbotenen Stadt. Ich dachte, vielleicht in der Umbro-Box darf ich, ist rechtsfreier Raum. Nein. Aber ist okay, ja, verstanden, wird nie wieder passieren. Du hast Glück, dass ich habe kurz gezuckt, aber die Hand war ja unterm Tisch. Genau, aber also ich kenne das durch viele Gespräche mit Fußballern. Freundschaften im Fußball sind relativ kompliziert, weil halt die Vereinswechsel immer häufiger werden. Gibt es jemanden im Fußball, von dem du sagen würdest, in all den Jahren, der ist zum Kumpel geworden oder zum Freund geworden? Oder ist das immer eine Freundschaft auf Zeit? Schwierige Frage. Ich hab ein, zwei Kumpels, mit denen ich früher angefangen habe zum Fußballspielen. Einer spielt jetzt
in England in der zweiten Liga, den kenne ich schon ewig. Aber sonst hört man sich natürlich zum Beispiel, wenn ich jetzt an Nürnberg zurückdenke mit Kevin Möbel, der ist jetzt bei Werder Bremen, da hört man sich, aber natürlich wird der Kontakt dann auch immer ein bisschen weniger als wie sonst. Als wie man früher hat man schon viel unternommen. Es kommt drauf an, ne? Also jeder geht dann seine Wege wieder, wenn man einen Verein wechselt, ist klar. Aber es bleiben doch schon immer, mit dem man sich richtig gut verstanden hat in der Mannschaft, da bleibt der Kontakt eigentlich schon erhalten. Mhm. Es gibt ja auch diesen Mythos, den auch, glaube ich, Fans, gerade traditionelle Fans, immer im Kopf haben, 11 Freunde müssen auf dem Platz stehen, dann läuft das schon. Ne? Egal, ob man jetzt gut schießen kann, gut passen kann oder was auch immer. Man hat jetzt in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl, bei jedem Verein eigentlich, dass das nicht mehr 11 Freunde sind, sondern eigentlich so kleine Kollektive, die sich so zusammenschließen und es wird das funktioniert oder es funktioniert nicht. Würdest du damit sagen, das ist das, wie eine Mannschaft momentan funktioniert? Oder glaubst du, dass eine Mannschaft, die 11 Freunde sind, falls es das überhaupt gibt, jemals besser sein würde als so eine Zweckgemeinschaft? Boah, schwierig. Ich denke, aufgrund der Situation heutzutage, dass viele dem Verein oder öfters wechseln oder alle 2-3 Jahre wieder neue Spieler kommen, glaube ich, entsteht jetzt nicht so die dicke Freundschaft, als wenn man zum Beispiel mit 20 Leuten 6-7 Jahre in einem Verein spielt. Mhm. Also glaube ich schon, dass das heutzutage so ist, dass man da sich gut versteht, aber jetzt nicht die allerbesten Freunde sind oder bist, aber trotzdem am Platz funktionieren kannst. Also Platz wollen ja alle das Gleiche. Du willst ja Spiele gewinnen, du willst ja was erreichen. Und dass du dich mit 25 oder 30 Leuten in der Mannschaft nicht mit jedem hundertprozentig verstehst, ist auch klar. Das gibt es wahrscheinlich nirgends. Aber jeder muss das gleiche Ziel am Platz haben. Das ist das Entscheidende. Also ich kann von meiner Seite ganz klar sagen, wenn ich mit 11 Freunden hier unten auflaufen würde gegen euch, hätten wir keine Chance. Also du musst erst mal 11 Freunde haben. Das wäre mein größtes Problem. Nach 3 Leuten im Telefonbuch wird's dünn. Guckst du bei WhatsApp, letzter Kontakt 2016? Ja, das ist schwierig, den kann ich nicht anrufen. Aber vielleicht aus Fansicht nochmal. Also ich selber als Fußballfan, natürlich, man hat immer den Gedanken, das sind jetzt irgendwie Kumpels oder eine Zweckgemeinschaft, wie auch immer. Hat sich da die Sicht aus deiner Fanperspektive vielleicht auch ein bisschen geändert, dass man ein bisschen realistischer an das rangeht, was da auf dem Rasen passiert? Oder schwebt im Hinterkopf immer noch der Gedanke, das Kollektiv, die Kumpels, die werden sich zusammenreißen und das schon irgendwie wieder umbiegen? Nee, also den Leuten auf den Rängen ist schon bewusst, dass es halt so ist, wie Burgi es gesagt hat, dass die Leute sich ja auch nicht ausgesucht haben, der kommt jetzt dazu, sondern dass schon eine Entscheidung getroffen ist, wer bringt die Mannschaft jetzt nochmal weiter? Und dass dann natürlich sportliche Aspekte im Vordergrund stehen. Bevor wir zu sehr über die aktuelle Situation von Schalke reden, da können wir gleich noch mal ein bisschen drüber quatschen, habe ich noch ein paar Fragen. Erstmal, unsere letzte Episode, ich vermute, die hast du nicht gesehen oder gehört, war mit einem ehemaligen Teamkollegen von dir, wenn mich nicht alles täuscht, Christopher Trimmel, der bei Union. Ihr habt zusammen gespielt bei Rapid, oder? Gibt es da irgendwelche Anekdoten oder? Nö, also ich wüsste jetzt nicht. Das Grinsen sagt alles. Nö. Nee, gibt's nicht. Also, er hat tätowiert. Wir haben, ja, ich weiß. Also, er hat seinen ganzen Rücken tätowiert und seine Hände. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was dazugekommen ist. Können wir bei dir mal sehen, den Arm? Ja, willst du zeigen? Okay. Ich glaube, er macht ja jetzt selber auch. Ja. Wir haben ein bisschen den Kontakt verloren auch, wie gesagt. Ja. Aber zu den damaligen Zeiten haben wir es gut verstanden auch. Und, ja. Wo bin ich gerade, brauche ich eigentlich hinaus weiter? Als wir gesagt haben, ne, ey, Freunde muss man sein, das ist ja wieder so ein klassisches Fußballer-Klischee. Gibt es irgendwelche Klischees über Spieler, sowas wie, die beschäftigen sich mit nichts anderem, ne, geht es nur um schnelle Autos und sowas. Gibt es da irgendwas, was dich richtig nervt, was einfach Quatsch ist? Ich beschäftige mich gar nicht damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss ja auch sagen, dass du wenig Berührungspunkte hast, wegen Social Media, ne? Ja, ich habe das eigentlich nicht. Ich stehe nicht so drauf, kann mich mit dem nicht so in, weiß ich nicht. Gefällt mir einfach nicht das soziale Netzwerk da auf Instagram und Facebook und wie das ganze Zeug da heißt. Von dem her, lebt mein Leben und fertig. Aber sag mir mal eine Sache. Du hast ja natürlich auch Leute, die für dich, die Berater etc. Sagen die nicht, komm, Bui, es muss sein. Die haben schon aufgegeben jetzt. Ja, haben sie? Ja. Aber ein Instagram-Profil, die Alpenlawine, der würde mega abgehen. Könnt ihr machen. Aber wir haben gehört, oder sagen wir mal gelesen, dass du auf Gefährte im weitesten Sinne stehst. Du hast eine Mofa oder eine Vespa oder wie irgendwas knattert, habe ich zumindest gelesen, in deiner Garage, sagen wir es mal so. Ja, ich habe so eine alte Vespa. Ja. Die habe ich damals, unser Busfahrer ist so Hobbybastler in Nürnberg, war das, der Lemmy. Der macht das so hobbymäßig, bastelt da, schweißt die selber zusammen, so alte Mofas. Und da hat er meine schöne zusammengebastelt. Und die, wird die noch ausgefahren oder ist ja, es eher ja, so? Die ist hier. Also die habe ich hier und
Ja, mit schönes Wetter ist, fahre ich da schon aus. Aber zum Training bist du dann ist ein bisschen fahren. Zu weit. Ja. Die geht ja nur 50 von dem her. Da musst du halt früh los, ne? Ja. Frühstück mal ausfallen lassen oder mal zwei Runden Mario Kart weniger. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich damals, ich weiß nicht so genau, ob das stimmt. Die drauf war doch damals auch. Ja. Genau, der ist mit dem Mofa gekommen. Und ich glaube, Mike Hanke auch. Ne? Ist der nicht auch mit dem Mofa zu seinem ersten Training gekommen? Ganz das weiß ich nicht. An Schief kann ich mich aber daran erinnern. Ja. Das war so meine Zeit, als ich hiermit angefangen habe mit Schalke und auch mal beim Training war und so. Ja, der ist damit gekommen. In Nürnberg war es noch okay, da bin ich auch immer gekommen. Ja. Ja. Würde wahrscheinlich hier auch direkt eine Mega-Story sein, wenn jetzt ein Schalke-Spieler mit einer Vespa zum Training kommt. Ich glaube, der Alex ist schon, glaube ich, ein paar Mal mit seiner gekommen. Also okay. Ist jetzt nichts Spezielles. Geiler Vespa-Club mit so Kutten wäre doch irgendwie eine ganz geile Sache. So Rückschwänzen. Die A2 hochknattern. Und spart Parkplätze. Ja, spart ungemein Parkplätze. Ja. Sprit, Parkplätze, alles. Es ist eigentlich nur Vorteile. Ja, wir wollen noch einen kleinen Check mit dir machen. Du bist ja jetzt auch schon ein, zwei Jährchen hier im Ruhrgebiet. Und da wollen wir so ein bisschen gucken, wie du mit der Sprache hier zurechtkommst. Mach dir keine Sorgen, weil ich glaube, Kirsche kann wahrscheinlich auflösen, wenn du, wenn du nicht weiter weißt. Ich bin mal gespannt, was ihr rausgesucht habt. Ich habe aus dem wunderbaren Ruhrgebietslexikon ein paar Knallerbegriffe rausgesucht. Ich weiß auch, die österreichische Sprache ist ein bisschen komplizierter. Deswegen sehen wir das hier so als Art Bildungsauftrag. Also Völkerverständlich. Die Idee ist, ich sage dir ein Wort in Ruhrpottdeutsch. Du versuchst zu erraten, du guckst nicht auf mein Telefon, wo die Lösung steht. Du versuchst zu sagen, was es in Deutsch sein könnte. Und wenn du die richtige Lösung nicht weißt, sagt Kirscher das. Und dann erklärst du uns, wie es auf Österreichisch heißt. Dann haben wir hier quasi das, die Länderfreundschaft. Ich kann das aber nicht gut so österreichisch reden, wenn ihr das sagt. Es geht nicht so. Ja, einfach, ne? Ja, aber einfach nur, wenn ihr den Begriff da einfach. Ah, okay, ich probiere es, ja. Wir haben was Ähnliches mit Christopher Trimmel gemacht. Der sollte Union-Fangesänge erraten. Hat 0 aus 5 gehabt. Also du hast gar keinen Druck. Du hast nichts zu verlieren. Also das erste Wort, was ich rausgesucht habe, ist Gewitterflinte. Du weißt nicht, da kommt jetzt immer. Erstes Wort. Ja, da kann ich dir nicht helfen. Gewitterflinte. Gewitterflinte. Was könnte es denn sein? Keine Ahnung. Okay, ich löse auf, das ist der Regenschirm. Okay. Also wenn du... Das heißt doch in Österreich Regenschirm. Ja, okay, das ist einfach. Okay. Jetzt relativ was, ein Ausflug ins Kulinarische. Die Manta-Platte. Mhm, ja. Was ist, könnte es sein? Hummerschwänze. Nee. So ein Kotelett oder was? Mhm. Currywurst Pommes Mayo. Currywurst Pommes Mayo. Gibt es das überhaupt? In Österreich ist das Wiener Schnitzel vermutlich, ne? Currywurst. Ja, normale Currywurst, ja. Genau. Gibt's Currywurst auch? Mit Pommes, ja. Okay. Jetzt was man ja auch am Fußballplatz relativ häufig sieht, nach nahezu jeder Schiedsrichterentscheidung, das Palaver. Quatschen. Endlose Diskussion, genau, richtig. Gibt es dafür einen österreichischen Gegenbegriff? Das fällt mir jetzt nicht so schnell ein. Du bist schon so absorbiert von der... Ja, du bist einfach schon im Ruhrgebiet angekommen. Nee, weiß ich jetzt nicht. Gibt's keins, okay. Vielleicht, dann haben vielleicht wir später. Der Schnüss. Schnösel. Der Schnösel? Nein? Was sagst du? Der Schniss? Der Mund? Der Schnurrbart. Der Mund ist der Schnurrbart. Der Schnürres ist der Schnurrbart. Ja. Oh. So, dann haben wir Abklabastern. Was ist das denn? Abklabastern. Hm. Auch keine Ahnung? Was für ein Also da habe ich aber auch keine Ahnung von. Was hast du denn da gefunden? Ja, das ist die endlose Suche. Jetzt habe ich noch einen. Was war es denn? Moment, was war das denn? Die endlose Suche. Etwas abklabastern. Kann man sowas ja, ja, sowas ja, ist aber auch was ist das denn jetzt hier für eine negative Stimmung? Ich kann auch gehen! Und den letzten habe ich noch. Mach die Mähmer Ei. Mach die Mähmer Ei. Mach das Tor. Nee. Streichel doch mal das Schaf. Genau. Wow. Mäh ist ja für Schaf. Ja. Okay. Mach die Mäh mal Ei. Also das war ähnlich gut wie dein österreichischer Landsmann. Da, wir sehen, da ist noch Luft nach oben, aber du bist ja auch nicht hier, um die Sprache zu lernen, sondern... Und es war ja auch ein Punkt. Ein Richtig. Punkt. Und ja. Du hattest, glaube ich, auch einen Punkt. Von daher habe ich wahrscheinlich einfach die falschen Begriffe rausgesucht. Ja? Ja. Und wir haben ja als Team hier, dann sind ja schon mal zwei. Bis drei Punkte. Vielleicht sogar. Drei Punkte. Ja. 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 Drei aus fünf für Schalke, also bitte. Ja. Und wer ist der Unioner? Drei Punkte für Schalke. Ja, das ist in Ordnung. Ja, würden wir nehmen am Samstag. Ja. Luke, ich habe eine Frage, die mich einfach persönlich sehr interessiert. Verfolgst du andere Sportarten noch? Selten. Ich schaue eigentlich wenig Fußball auch zu Hause. Hast du auch genug Fußball? Also ich schaue mir schon so, weiß ich nicht, ein Wimbledon-Finale an oder wenn es gerade ein gutes Tennisspiel ist oder wenn ich zu Hause bin, in Österreich ein Eishockeyspiel. Welcher Verein ist das denn? VSV heißt der. Noch nie im Leben gehört. Das ist noch besser. Heimatverein aus Villach, oder? Genau, aus Villach. Okay. Aber sonst schaue ich selten
Sport. Alpin-Ski oder sowas? Das ist doch eigentlich in Österreich. Wenn ich weg bin und seit der deutsche Kitzbühel gewonnen hat, schaue ich auch kein Skifahren mehr. Dabei habt ihr doch mit Marcel Hirscher, dem Mann, der seit Jahren alles in Grund und Boden fährt eigentlich. Trotzdem? Ne, wenig eigentlich. Wenn ein Deutscher die Streif gewinnt, machst du Schluss. Kein Bock mehr. Da gibt es ja auch noch die wunderschöne Skihalle, wenn man ein bisschen Alpenpanorama haben möchte. Ne? Dann haken wir andere Sportler ab und gucken noch mal ein bisschen auf Schalke 04. Wollen das gar nicht zu sehr machen. Benni, ich glaube, kann dir das Wort ein bisschen übergeben. Ja, genau. Also wir wollen so ein bisschen, kommen nicht drum herum, leider, um die aktuelle sportliche Situation zu sprechen. Es ist ja relativ viel passiert in dieser Saison. Also Saisonstart komplett vergurkt. Dann wurde das System ein bisschen umgestellt. Was war so für dich so der Knackpunkt, wo du gemerkt hast, das driftet hier so ein bisschen ins nicht so Positive ab? Gab es da irgendwas, eine Mannschaftssitzung oder wo man ein Spiel, wo man gemerkt hat, da müssen wir jetzt irgendwie gegenlenken? Boah, das jetzt genau auf ein Spiel festzulegen oder auf eine Situation festzulegen, ich glaube, es war so ein schleichender Prozess. Durch die ersten 5 Spiele haben wir uns selber unter Druck gesetzt, was wir alle leider verloren haben, wo du nicht jedes Spiel verlieren musstest. Du konntest vielleicht nur 4 Punkte holen und wärst schon schlecht gestartet. Mhm. Aber mit 0 Punkte, das war schon brutal. Und dann stehst du halt für jedes Spiel unter Druck. Ne? Wenn du jetzt nicht die 3 Punkte holst, war alles schlecht. Auch wenn du zum Beispiel ein gutes Spiel gemacht hast, hatten wir das Gefühl, wenn wir die 3 Punkte nicht geholt haben, dass das einfach schlecht war oder zu wenig war. Und so sind wir immer ein bisschen weiter abgedriftet. Und ja, im Großen und Ganzen sind wir jetzt aus dem Schlamassel so richtig nicht mehr jetzt rausgekommen. Und leider mit dem Trainerwechsel probieren wir jetzt natürlich, dass wir da jetzt wieder rauskommen mit dem Hüb. Und hoffentlich geht das in die richtige Richtung. Darf ich da, die ersten 5 Spiele hast du ja erwähnt. Und man hatte so den Eindruck, dass ihr eine andere Spielidee hattet Anfang der neuen Saison. War das so? Wolltet ihr was verändern im Vergleich zum Fußball der letzten Saison? Ja, ich glaube, wir wollten mehr auf Ballbesitz aus. Was nicht so gut funktioniert hat. Wir haben ja auch viele Abgänge, haben neue Spieler bekommen. Waren immer das gleiche Teamgefüge wie in der Vizemeistersaison. Und da haben wir ein bisschen diesen Flow verloren, was uns in der letzten Saison richtig stark gemacht hat, denke ich. Und ja, ich glaube, dass das so das Hauptthema eigentlich war. Ja. Und dann gab es ja, wie gesagt, einen schlechten Start. Aber danach hattet ihr doch nochmal einen Run, wo es dann so ein bisschen, wo man das Gefühl hatte, jetzt kommst du ein bisschen ins Rollen, oder? Und dann irgendwie Momentum wieder verloren, ne? Ja, dann waren wir ganz gut unterwegs, aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, ja, das ist jetzt wieder das alte Schalke, was wir sehen wollten. Dann sind viele Verletzungen gekommen. Ich glaube, vorne haben wir dann einige Zeit, glaube ich, fast gar keinen Stürmer mehr gehabt. Dann kommst du selber nicht in den Rhythmus rein als einzelner Spieler, hast keine gute Vorbereitung, sollen jetzt keine Ausreden sein, aber es kommt alles dazu und da sind wir richtig so ein bisschen da reingerutscht ins Negative und ja, das müssen wir uns selber zuzuschreiben und da müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir da so schnell wie möglich wieder rauskommen von da hinten. Wenn man jetzt einen Blick auf die Tribüne wirft, da gab es auf Schalke ja auch ganz andere Zeiten, wo in so einer sportlichen Situation wesentlich mehr Radau gewesen wäre. Wie groß ist der Respekt vor den Fans, die immer noch mitfahren, immer noch Vollgas geben, auch wenn sie ab und zu mal sagen, das war jetzt gar nichts, oder? Aber wie groß sagt ihr, das ist ja unglaublich Wahnsinn, dass sie immer noch die Bude voll ist, egal ob wir gegen Freiburg spielen in der sportlichen Situation oder wie auch immer? Das ist natürlich für uns großartig, ne? Also, deswegen spielt man ja oder freut man sich, wenn man auch für so einen Verein spielen darf, wenn man sieht, dass die Fans uns, egal wo wir spielen, uns immer so unterstützen, vor allem in der Vielzahl, ne? Sind ja nicht nur immer ein paar, sondern ich glaube, der Gästesektor ist ja immer komplett voll. Wenn er noch größer war, wäre noch mehr dabei. Und vor allem hier zu Hause ist natürlich sehr wichtig in der Situation. Wir wissen, dass wir absolut auch in der Bringschuld sind, dass wir sicher nicht immer die beste Leistung gebracht haben, aber da müssen wir uns jetzt einfach, müssen wir einfach Gas geben und schauen, dass wir da hinten rauskommen und mit den Fans gemeinsam das schaffen. Wenn man da auf das Fanverhalten guckt in den letzten Jahren, da gab es ja auch vor ein, zwei Jahren mal so eine Art Schwur oder wurde zumindest immer so erzählt, dass sich Mannschaft und Fans so ein bisschen angenähert haben, vielleicht auch ein Agreement oder wie auch immer man das nennen mag, getroffen haben, voller Support, wir stehen immer hinter euch. Du bist jetzt in der Fanszene aktiv, du betreust die Fans, du hast ein bisschen, kriegst so ein bisschen die Stimmung mit. Hast du das Gefühl, das ist noch aufrechtzuerhalten? Geht es jetzt darum, nur die Saison rumzukriegen und den besten Support zu leisten oder wie ist momentan die Stimmung auf den Rängen? Also es war ja schon immer so, dass es wichtig ist, dass da eine Verbindung herrscht zwischen Fans, zwischen Mannschaft. Und ich glaube, davon zehren wir aktuell auch alle. Ne? Man hatte die gute letzte Saison,
wo alles top gelaufen ist, wo jeder aber auch so realistisch war und gesagt hat, klar, wir sind jetzt nicht unbedingt die Überflieger, aber das hat uns zusammengeschweißt dabei. Und das ist halt Kredit, mit dem man jetzt auch noch arbeitet dabei. Ne? Und dass auch der Großteil des Stadions schon versteht in so einer Situation, wir müssen jetzt zusammenhalten, so, jetzt sind es schlechte Zeiten, wir dürfen nicht absteigen. Und das ist da sehr, sehr wichtig dabei. Ja. Aber es ist schon bemerkenswert und wie du richtigerweise auch sagst, da gab es auch schon andere Zeiten hier, wo es deutlich unruhiger war und dass man jetzt eher versucht, an einem Strang zu ziehen und zu sagen, komm, wir holen jetzt die Kohlen aus dem Feuer. Vielleicht letzte Frage dazu. Es gab natürlich auch Aktionen, die Kapitänsbinde wird abgenommen, die Fans stellen sich oder die Ultras stellen sich klar gegen die Mannschaft nach einem wirklich schlechten Spiel. Wird das diskutiert unter der Mannschaft? Wird versucht, das fernzuhalten, damit man sich nicht noch mehr in den Kopf macht? Oder wie wird das in der Mannschaft aufgenommen, solche Aktionen? Ja, das ist ja natürlich logisch, dass das bei uns Spielern nicht spurlos vorbeigeht, wenn du von den eigenen Fans beschimpft wirst oder die Kapitänsschleife wird den Kapitän weggenommen oder in Nürnberg war mal, dass wir die Trikots abgeben mussten. Das ist ja ganz normal, ne? Aber da, wie gesagt, da müssen wir uns Spieler auch was vorwerfen. Aber wie gesagt, es geht nur gemeinsam und ist, glaube ich, extrem wichtig. Es bringt jetzt nicht nur in guten Zeiten zusammenzustehen, sondern auch in schlechten. Und wir Spieler werden alles dafür geben, dass wir da aus der prekären Situation rauskommen, alles tun für die Fans. Und wenn man sieht, in Frankfurt gegen Frankfurt, wo wir verloren haben, sind die Fans hinter uns gestanden. Wenn wir alles geben, wenn wir Leidenschaft zeigen, wenn sie wissen, dass wir für das Trikot alles zerreißen am Platz, dann stehen sie auch hinter uns. Und die haben da schon ein gutes Gespür dafür. Jetzt wurde mit Stevens natürlich. Also bei uns wird ja natürlich auch darüber diskutiert in der Fanszene, ne, ob das beispielsweise Aktionen sind, die von allen da getragen werden. Aber ich denke, die Spiele danach haben auch gezeigt, dass es diesen Bruch genau gerade nicht gibt. Also dass es vielleicht von dem einen oder anderen auch herbeigeschrieben wurde, aber der Bruch war nicht da, sondern die Unterstützung war auch bei allen anderen Spielen weiterhin da. Und dass man damit halt natürlich was signalisiert hat und gesagt hat, klar, die Binde stand jetzt für die Kurve, wurde vor der Saison auch überreicht, bewusst auch als Dank für die letzte Saison dabei. Und dass man jetzt aber wieder mehr zusammenwachsen muss und um zu gucken, dass wir es so hinkriegen. Also ich fand halt, dass es nicht so war, wie es durchaus dargestellt wurde. Bemerkenswert, letzte Frage vielleicht dazu noch, war ja Tedesco stand unter den Fans oder sagen wir ein Großteil der Fans ja überhaupt nicht in der Kritik. Man war überzeugt davon, der Kerl lebt Schalke. Es war eigentlich so eher so Trauerstimmung, als er dann gegangen ist und auch wie er sich verabschiedet hat. Jetzt kommt so jemand wie Huub Stevens aus Spielersicht. Einfach nur ganz plakativ, was ist der größte Unterschied zwischen dem alten Knurrer Huub Stevens und dem feurigen Domenico Tedesco? Gab es da was, wo man von Anfang an gemerkt hat, hier weht ein anderer Wind? Ja, der Huub hat das jetzt schon öfters miterlebt. Ne? So prekäre Situationen hatte schon mehrere Vereine vom Abstieg gerettet. Weiß, wie er mit der Situation umzugehen hat, wie er mit der Mannschaft umzugehen hat. Mit den Spielern, ist ja auch hier im Vorstand, hat viele Spiele gesehen, auch weiß, wie der Verein tickt, wie wir ticken wahrscheinlich als Spieler. Und seine Ausstrahlung, seine Persönlichkeit spielt da schon eine große Rolle. Auch wahrscheinlich für jüngere Spieler, die was in der Situation sich noch nicht so gut auskennen oder noch nicht so wohlfühlen, da kann er schon ein großer Halt sein oder Rückhalt sein für die Mannschaft. Er hat ja auch ein paar Sprachspleens, weiß ich, ne? Von daher raus und von daher hinein, der hat doch so eigene deutsche Wörter erfunden. Das kann sein. Wir haben noch ein paar Minuten, viele sind nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, wir machen einfach noch mal ganz normal ein bisschen Fußballgelaber. Ein paar Sachen, die ich immer gerne frage. Messi oder Ronaldo, Burgi? Wer ist der Bessere? Ronaldo. Ja? Gestern Abend geschaut? Für alle, die das jetzt gerade sehen, das kommt ein bisschen später raus. Gestern Abend ist Juve gegen Ajax rausgeflogen. Ja, ich habe mir die Highlights angeschaut, ja. Der Lauf von ihm überragend, ne? Ja, super eben. Schade, dass sie ausgeschieden sind, aber was ich gehört habe, war Ajax eindeutig besser. Ja, richtig aufregende junge Truppe da. Aber kann man wirklich Ronaldo sagen? Was sagst du? Ich hätte auch Ronaldo gesagt. Ja? Ich sage immer Raul, von daher ist egal. Ich sage ja eigentlich, ich bin ja schon bekannt dafür, dass ich die ganze Zeit flipfloppe. So, jetzt hat Messi gestern 2 Tore gemacht, jetzt ist Messi der Beste für mich. Aber wenn Ronaldo noch eins gemacht hätte, wäre es Ronaldo. Champions League, wer macht's denn dieses Jahr? Ich denke Liverpool. Ja? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warum? Ich glaube, Jürgen Klopps Rekord in Finals ist einfach nicht sonderlich gut. Um nicht zu sagen, er hat bis auf DFB-Pokalfinale alle großen Finals immer verloren. Und ich habe das Gefühl, da stimmt, da reicht es irgendwie nicht für. Aber ich weiß nicht, es ist einfach nur so ein Gefühl. Ich würde, glaube ich, sagen, Barca macht es wieder. Nee. Wirklich nicht? Warum nicht Barca? Keine Ahnung. Ich finde, einfach so ein Gefühl, Liverpool, von dem her.
bin auch ein Fan, wie die spielen, gute Spieler. Machen auch wirklich Bock, muss man mal sagen. Wie viele Tore würde Guido Burgstaller im Trikot von FC Barcelona machen? Also das ist ja die Frage, ne? Das ist ja die Frage, Ronaldo, Messi, kann eins man würde ich schon machen. Eins würde man schon machen. Der Boateng hat noch keins gemacht. Ich wollte gerade sagen, Boa hat noch keins gemacht. Der übrigens mir im Interview gesagt hat, Kevin Prinz Boateng, der Beste aller Zeiten ist Ronaldinho für ihn. Aber als er bei Barca unterschrieben hat, hat er gesagt, ich sag schon immer, Messi ist der Beste. Der hat sich da relativ einfach gemacht. Ja, das ist ja die Frage. Würde Messi bei Nürnberg herausstechen oder würde er sich dem Spielniveau des ersten FC Nürnberg anpassen oder was weiß ich? Und würde Guido Burgstaller, der natürlich ein überragender Fußballer ist, beim FC Barcelona, FC Barcelona plötzlich messihafte Züge annehmen? Das ich glaube nicht. Nein? Okay, das liegt also nicht nur an der Mannschaft drumherum. Nee. Okay, also wir haben noch eine Nachricht aus Nürnberg. Wir haben den Mann natürlich gefragt, was bleibt von Guido Burgstaller in Nürnberg und kann er nochmal wiederkommen? Und das wird dich ja freuen. Also ich glaube, im Grundsatz freuen wir uns ja, dass ein Verein wie Schalke, der vielleicht doch noch ein bisschen größer ist, zumindest im Moment, als der FCN, wenn Schalke sich für den FCN-Spieler interessiert, spricht das ja dafür, dass der Spieler bei uns erstmal gute Leistungen abgeliefert haben muss. Aber beim Burgi geht es gar nicht so sehr nur um Leistung, sondern er ist auch einfach ein wahnsinnig cooler Typ. Der wird in Nürnberg sehr vermisst und ich glaube, er weiß auch, dass wenn er mal irgendwann, jetzt hat er natürlich erst seinen Vertrag verlängert, aber wenn er irgendwann in Gelsenkirchen mal sagt, ist ihm da oben alles flach, dann kann er sich gerne ein bisschen südlicher orientieren. Das Angebot steht? Hört man nicht ungern, vermute ich, oder? Nö, schön, wenn man sowas hört. Ja, schon schön, ja. Ja, aber erstmal gibt es auf Schalke noch zu tun, oder? Vertrag läuft noch ein bisschen. Einiges noch zu tun und bin fest davon überzeugt, dass wir das schaffen gemeinsam und ja. Nächste Saison neu angreifen dann. Ja, jetzt mal diese Saison und dann sprechen wir nächstes Jahr nochmal. Ich darf schon über die nächste Saison reden, ihr solltet euch natürlich auf die Saison konzentrieren. Kirsche, Burgi, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Das war Sektion Radioverbot, die vierte Episode. Benni, bei dir bedanke ich mich nicht, weil du wirst dafür bezahlt. Ich werde dafür bezahlt, du kriegst Geld. Also ich sag wie immer, folgt mir bei MySpace, meine Seite glüht. Ich sag wie immer, folgt uns auf YouTube, ladet euch die One Football App. Boogie könnt ihr nicht auf Instagram folgen, tut mir leid, da gibt's jetzt nichts zu sagen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's aus der Umbro-Box hier in der Verdienst-Arena. Schöne Kulisse auf jeden Fall. Bis dahin, macht's gut.